Ja, hallo, hier ist der Klaus und ich will wieder mal meine neuen Spielplatten vorstellen. Das sind Neoprenscheiben, die sind immer 59 mm Durchmesser und 10 mm, 11 mm dick. Ziel des Spiels ist, entweder in Zweierteams, jeder hat drei Stück auf seiner Seite. Ziel ist es, wer hat als erstes seine Seite leer. Man kann, manche machen so, die Technik finde ich, hat sich nicht durchgesetzt. Ich nehme einen Finger, lege ihn an und schieße ihn praktisch so durch. So habe ich immer die Trefferquote ziemlich gut. Wenn man zu viert spielt, kommt natürlich noch viel mehr Dynamik auf. Zack, man kann parallel, ich kann über Kante schießen. Zack. Und wenn man zu viert spielt, dann treffen sich die ganzen da. Und wer als erstes seine Seite leer hat, der hat dann gewonnen. Maße sind 1,25 mal 1,25, also 1 Meter und 25 Zentimeter ist ein Quadrat und es gibt eine Siebdruckplatte beim Hornbach, die ist 4 mm stark, die kostet 29 Euro, die Maße sind 2,50 mal 1,25, wenn man die in der Mitte durchschneidet, kann man praktisch zwei von den Spielen spielen, also bauen. Ich baue auch für die Menschen die Spiele, aber Ziel ist es, dass praktisch die Menschen die Spiele auch selber bauen. Dann zur nächsten Spielplatte. Vier Stück hat jeder auf seiner Seite. Es ist Neopren und wenn man das schießt, ist es nicht laut. Ziel des Spiels ist, den Gummi nicht so zu schießen, sondern mit Gefühl. Umso mehr ich praktisch so machen kann, geht es viel schneller. Manche nehmen die Technik, die finde ich hat sich so nicht durchgesetzt. Ich bevorzuge lieber die Technik hier und dann kann man eben durchschießen. Umso stärker ich schießen tue, umso weniger kommt da durch, also eher mit Gefühl spielen. Hier ist eine Plexiglasscheibe, hier habe ich eine Nut einfach nur über die Säge drüber gelassen. Dann kann ich hier die Plexi, dann kann keiner drüber schießen. Kann ich auch ein normales Brett nehmen, aber dann sieht man sich halt besser, wenn man eine Plexischeibe hat. Die Maße hier sind 70 cm. Mal 1,50. Die habe ich nur ganz leicht eingenudelt hier, könnt ihr das ganz gut sehen. Und die kann man auch austauschen und kann verschiedene Muster reinmachen von den Größen her. Ich kann das größer machen, schmaler machen oder ich kann hier zwei Löcher reinmachen und in der Mitte keins. Also man kann ganz verschiedene Schwierigkeitsstufen machen. Das ist ein Spiel, was wir gerade so ähnlich gespielt haben. Wenn man das ein bisschen umbaut, dann kann man praktisch ein Spiel machen. Ziel ist es, wer schafft es als erstes, seine Pucks nach oben zu bringen. Am besten ist es, man hat das gleiche Spiel daneben stehen. Drei Stück muss man oben haben. Und wer das schafft, der hat dann gewonnen. Und dasselbe Spiel müsst ihr euch jetzt nochmal vorstellen daneben, dann sitzt jemand anders daneben und dann wird gespielt, wer hat als erstes einen oder zwei oder drei da oben und dann wird nach Zeit gespielt. Ne? Sobald jemand das erreicht hat, ist das Spiel zu Ende. Und da kann man dann auch wieder ganz verschiedene Variationen machen, kann ihn so leicht hochkicken, man muss einfach eine Technik lernen, wie bringe ich den am besten hoch.
so seitwärts und dann bleibt er auch oben. Aber jetzt muss man natürlich üben und ich sag, das Spiel braucht ein bisschen Ausdauer. Dann, wenn man das hat, dann schafft man das auch. Ziel des Spiels ist hier zwei Schläger. Warum zwei? Weil ich mit meiner guten oder mit meiner nicht so guten Spiel und ich kann viel besser verteidigen. Ziel ist es, wenn der Puck nach außen geht, habe ich ein Tor und dann sind hier die Zähler, wo ich eben meine Punkte machen kann. Und es ist ein Spiel, was alle Menschen von Oma, Opa bis ab zwei, ab drei Jahre Kinder spielen können. Man kickt den und versucht ihn da hinten herauszukicken und die anderen auch wieder. Es gibt verschiedene größere Platten, auch ganz breite, wo Familien drauf spielen können. Da können auf einer Seite dann drei oder vier Leute spielen. Und Ziel ist es, den Anhänger komplett als Spieleanhänger mit den unterschiedlichsten Spielen, dass man den praktisch bei mir mieten kann und die unterschiedlichsten Spiele spielen kann. Von groß und klein. Hier möchte ich gern euch mein neues Neoboard vorstellen. Neoboard, zum Beispiel, hier haben wir ja alles immer fest verbaut, die Gummis. Und hier habe ich ein Neoboard, was ich praktisch flexibel am Boden überall einsetzen kann. Ich laminiere einen roten Punkt, kann dann Boccia spielen, praktisch dann von der Gegenseite oder wieder von hier. Wer kickt den anderen raus? Ganz simpel. Oder ich säge mir ein Holz wieder raus, spieß gegeneinander. Wer schafft es dann auch wieder da durchzuschießen? Dann kann ich auch das Holz zweimal einschneiden, kann es auf den Biertisch stellen, wenn ich jetzt keine Siebdruckplatte habe, und dann kann ich praktisch auch wieder versuchen, da durchzuschießen. Weil es sehr eng ist, muss man auch wieder ganz genau durchschießen. Das wäre jetzt die zwei verschiedenen Varianten. Dann kann ich mit dem Neoboard auch noch andere Sachen machen. Ich stelle einen Eimer hin. Und zwar entweder in die Mitte oder am Schluss. Ich nehme das Neoboard ein bisschen einfach nur in die Höhe. Und zack, und schieße praktisch wie Basketball schießen in den Eimer rein. Oder ich habe die Möglichkeit, zwei Gegenstände hinzustellen. Auch wieder ein bisschen anheben, hier reinstellen und dann kann man durch ganz enge Gegenstände praktisch, wer schafft es dann da durchrollen zu lassen. Genau, das sind die verschiedenen Neoboards eben. Kann man auch super damit spielen. Nochmal, wenn ich zwei Gegenstände hier ganz eng zusammen mache, dann ist Ziel des Spiels, wer schafft es da durch die enge Box durchzurollen lassen. Zack. Okay, ihr seht, der Gummi ist hier fast ein bisschen zu locker. Also kann ich ihn hier entweder locker machen oder eher spannen. Das wird einfach nur nach oben geschoben und schon. Jetzt hat er eine bessere Spannung. Und dann kann ich natürlich viel besser schießen damit. Ja. Und jetzt kann er ihn auch so nehmen, so hinhalten. Ja.
Halt ein bisschen Übungssache, aber man kann auch sagen, ich stelle so auf, es ist zweifarbig, rot oder blau, ich schieße in die Luft und einer muss vorher die Farbe sagen, was kommt. Tschack. Blau oder rot, so könnte man auch Roulette-Spiel sagen, wo man spielen kann, wäre auch eine Möglichkeit. Die Schläger von Airhockey, die kann man auch anderweitig verwenden, und zwar man schmeißt einen Neoflitzer oder irgendeinen Gegenstand auf die Wiese und dann heißt es, auf dem glatten Boden kann man entweder kicken, in der Turnhalle, Fliese, Laminatboden, kann man in der Wohnung, Boccia, Pool, verschiedene Spiele auch spielen. Und dann ist es wieder, wer kommt am nächsten ran?